Hallo und herzlich willkommen bei neuen Let's Play FIFA 15 Online Saison. Ich wünsche euch froh neues Jahr nochmal. Ich war 9 Tage leider nicht da und überhaupt, ich hatte Urlaub und war weg. Aber heute bin ich für euch wieder da als neue Let's Play FIFA 15. Und morgen geht's regelmäßig weiter mit 3 super Spiele. Sorry. Ja. Wir machen heute FIFA 15 weiter. Und ja, dann habe ich, morgen fangen wir wieder ganz normal an, wegen 3 Spiele, was ihr in YouTube den ersten Part, zweiten Part gesehen habt. Und dann machen wir da weiter wieder und wird wieder regelmäßig stattfinden, mein neuer Let's Play. Okay, legen wir los. Dann, so, gucken wir mal. Okay. Wir spielen heute mal wieder Real Madrid. Habe ich heute mal vorgeschlagen. Und denke ich auch, dass es auch gut ist, auch für mich, auch für euch. Weil ich habe euch versprochen, dass ich bis zum ersten Liga kämpfe. Und es wird nicht einfach, aber wir schaffen es. So. Und wir legen jetzt sofort los. Ja, wie war eure neues Jahr? War ja schön, habt ihr gefeiert, wie ich und so. Ja, wie versprochen, machen wir Let's Plays FIFA 15 bis zur ersten Liga. Werde ich auf jeden Fall versuchen, habe ich euch ja versprochen. Und morgen geht's weiter mit einem neuen Let's Play, dann wieder mit der normale Woche und normale Start für mein Let's Play. Und da sind wir an der Stamford Bridge. Herzlich willkommen, sagen Manni Breukmann und Frank Busch. Und jetzt legen wir los! Wir spielen gegen Chelsea. Distanz zu schießen, aber für den Torwart keine echte Prüfung. Nee, also das ist auch der Entfernung vorhanden, dann eher eine Rückgabe. Schade, aber wir haben wieder. Nee, wir haben wieder, ja. Schade. Er attackiert ihn, er will den Ball. Komm schon, super, wir haben gut gespielt. Wir haben wieder, nee, haben wir doch wieder nicht. Und wir haben wieder. Benzema. Schade. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Schade. Matic. Das sieht gut aus. Und jetzt aber Heimann. Und gehalten. Super. Und habt ihr auch schon gefeiert am Neujahr, reingefeiert? Bei mir war es super. Und dann habe ich ein bisschen Gedanken gemacht, welche neue Spiele, neue Let's Play machen soll. Hab ein paar Gedanken drüber gemacht. Diego Costa. Benzema. Und jetzt haben wir es. Über den FC Chelsea. Hier ein paar Fakten. Nee, jetzt ist er vorbei. Und oh! Schade. Haben wir als erste Chance geholt. Benzema. Und wir sind. Oh, und er macht's. Und er ist drin. 1-0 für uns, Lauter. 1-0:1 für uns. In Chelsea. Ja, wenn dir mein Video gefällt, gib mir bitte Daumen hoch. Es würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt oder noch jede Menge und vielleicht andere Spiele oder neue Let's Plays, dann schreibt in den Kommentar. Das wäre echt schön. Oder werden wir auch freuen. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera angefangen. Danke an die Regie. Ja, wir haben jetzt 0-1. Wir führen. Auf jeden Fall. Ja, und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real. Und wir haben wieder den Ball.
ausgetanzt. Und gehalten! Das hat der Ecke. War mit einem unglaublichen Reflex noch da. Kopfball! Ein Kopfball aus dem Bilderbuch, aber auch eine super Parade. Zu früh. Okay, abseits. Okay, Abstoß haben wir. Nur Abstoß. Und jetzt wird uns dieses schöne Tor noch einmal kredenzt. So, abseits, wir haben Freistoß. Es wäre zwar eine gute Tormöglichkeit geworden, aber klarer kann man nicht im Abseits stehen. Und nochmal, wenn ihr Video gefällt, gebt mir einen Daumen hoch, das würde mich sehr freuen. Und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Das ist genau das, was der Trainer vom guten Keeper verlangt. Muss mal angreifen. Alles okay. Alles okay. Kedira. Herrlich gemacht. Ja, jetzt ist er frei. Das wird ganz gewinnt. Und wir drin. 0-2 für uns, Dauterm. 0-2 für uns. 3 Punkte vielleicht. Aber wir haben noch lange zu spielen, noch ganz lange. Das ist ein zweiter Streich heute und wir sind gespannt. Super gemacht. Und jetzt geht's weiter. Abstoß haben wir. Verdammt schwer. Und die Angreifer wieder gestoppt. Da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig. Und wir sind beim Ey, es war faul. Was macht er jetzt? Das muss was geben. Jetzt machen sie rote Karte. Unnötig schön. Richtig so. Platzverweis und ich glaube, das war's. Guck mal hin. Rote Karte. Gut, Versuch war es wert. Aber wir führen auf jeden Fall 2-0. Wie Training. Perfekt. Keine Sorge, alles in Ordnung. Schade, ja. Und wir haben wieder. Oh, schade, abseits. Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen. Aber der Schiedsrichter hat aufgepasst. Abseits. Gut, alles in Ordnung, gehalten. Ja, ich wollte jetzt alles heute mal alles ausprobieren, ob meine Kamera geht und alles, ob alles noch gut steht bei mir. Aber ich denke jetzt morgen mal richtig starten wieder. Jetzt greift er ihn an. Ja, er hat sich den Ball wieder. Und wir haben. Angehalten. Super. Was für ein und wir haben. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe. Wir sind heute ziemlich gut. Das sollte eine brutale Grätsche werden, aber es springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den Kumpel. Schade, abseits. Und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen. Aber das ist perfekt.
Und wir haben. Okay, jetzt erste Halbzeit ist vorbei, jetzt kommt die zweite Halbzeit. Und jetzt legen wir weiter los, nochmal zwei Tore zu schießen. Und los geht's. Der macht jetzt Pause. Wer weiß, vielleicht macht er was. Müssen wir mal gucken. So, jetzt habe ich Anstoß und los geht's! Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Toll, wie er das macht und... Schade. Oh je, das kann er viel besser. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Hazard. Okay, der haben Einwurf. Ist alles okay. Diego Costa. Und wir haben wieder. Groß. Jetzt ist er ganz. Und jetzt ist er durch. Kein Abseits. Und drin. 0-3, Tautea. 0-3. 3 Punkte. Haben wir jetzt. Tja, was soll man da jetzt noch sagen? Gar nichts. Das ist nicht das Spiel des Torhüters. Passbar schlechte Leistung, ganz klar. Na, ganz klare Führung jetzt. Okay, war scheiß von mir. Foul. Gut, gelbe Karte. Immerhin keine rote, was wir bekommen haben. Wow, da haben wir leider keine Chance gehabt. Das war ein Freistoß-Tor. Wahnsinn. Das war ein schöner Treffer. Haben wir keine Chance gehabt. Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine extra Einheit eingelegt hat. Aber also wir führen noch. Wenn der Freistoßschütze so präzise arbeitet, da gibt es eben nichts zu halten. Klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Diego Costa. Super Flanke. Okay, Eckball. Die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Wir nehmen uns die Zeit und gucken uns das Tor nochmal an. Aber alles unter Kontrolle haben wir. Rollt der Ball einfach. Und wir haben. Herrlich gemacht. Jetzt könnte es klappen. Oh, oh, da ist noch alles drin. Kein Abseits, haben die schon vermasselt. Aber wir haben wieder. Schöne Flanke. Okay, das war leider eine leichte Flanke, aber war auch nicht schön. Und Abseits, schade, wir hätten ein Tor schießen können, aber Abseits. Balleroberung im Mittelfeld. Fabregas. Ungehalten. Unglaublicher Reflex des Keepers. Und Eckball für den Gegner. Und lang gefangen der Ball. Und wenn du Video gefällt, gib mir bitte Daumen hoch, das würde mich sehr freuen. Ja, lieber kein Risiko eingehen, kein unnötiges. Deswegen der Ball jetzt im Aus. Ich habe mal überlegt, dass wir jetzt immer Real Madrid nehmen jetzt, vorerst mal. Und das werde ich jetzt auch machen. Für lauter Let's Plays.
was ich da mache mit Real Madrid. Diego Costa. Okay. Logisch, das muss der am Ecke. Das macht richtig Spaß. Das sind die großen Momente ja. Für jeden Torhüter. Grandios. Oh nee. Und wieder gehalten. Und wieder gehalten. Und wieder gehalten. Und es geht weiter. Und wieder gehalten. Und passen. Und los geht's. Und jetzt geht's schneller. Jetzt ist er vorbei. Gute Torchance. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und auf den. Und drin ist es. Nein, nein. Abseits. Das war leider. Abseits. Schade. Das wäre gut für 4-1 zu machen. Aber vielleicht versuchen wir beim nächsten Mal wieder mehr Glück. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Jetzt müsste die Flanke kommen. Mit der Flanke sucht er Cristiano. Schade. Matic. Das frühe Stören. Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ball. Schade. Und es geht weiter. Diego Costa. Und wieder gehalten. Nichts da. Der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Er versucht was anderes. Und wir haben wieder. Heute haben wir mehr Glück. Glück. Das ist jetzt seine Chance. Spielt sich herrlich frei. Ein Versuch der Balleroberung. Und er hat gehalten. Und es war eigentlich faul. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht. Und es war wichtig, dass er hier rauskommt. Wir haben nicht so lange mehr zu spielen. Wer schaffen das? Wir haben jetzt bald 3 Punkte. Das ist ja unser Ziel, Benzema. Dass wir auf der ersten Liga kommen. Und da beackert er die Außenbahn, der Cristiano Ronaldo. Schade, wäre besser fester gewesen. Aber gut, 3-1 sind trotzdem 3 Punkte für mich. Das war kein Abseits. Das war kein Abseits. Es war ein gutes Tor. Und jetzt nochmal die Zeitlupe. Nochmal die Zeitlupe, bitte. Das hat man auch selten. Sie hören einfach nicht auf mit dem Torschießen. Ja, und das sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Eine Zweiklassengeschichte heute hier, dieses Fußballspiel. So, heute ganz, ganz klare Überlegung. Super Tor, ich fand es super Tor. Super. 4-1 für uns. Oh, das ist aber jetzt schon eine komfortable Führung. Okay, war faul. Kann sein, dass der nochmal ein Tor macht. Und zwar nix. Aber er hält ihn fest. Und gehalten wieder. Wir haben Einwurf. Ball pfeift da aus. Und dann haben wir gewonnen. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Matic. Gut, wir haben Einwurf. Bale. Groß. Wunderbarer Startball. Und wir haben gewonnen. 4-1 gegen Chelsea. Wir haben 3 Punkte geholt. 4-1. Und wir haben 4-1 gewonnen. Sie haben ehrgeizige Träume gehabt und am Ende sind sie dadurch noch zur Höchstleistung motiviert worden. Tja, und der Klassenerhalt, der wird nicht mehr das Ziel sein. Da muss man nach oben gucken, da muss man sich anderes ausdenken.
Ja. Das war's auch schon wieder mit FIFA 15, mein neuer Let's Play. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.